Hallöchen, willkommen zurück zu The Last Spell. Schauen wir mal, ob das The Last Fight wird. Ich hoffe mal nicht. Wir probieren den Dolch aus. Zack. Okay. Was sind das für Dullis? Aufreißer. Ja, der kriegt alle Mädels. Sie sind abhängig von Blut und Fleisch, deshalb jagen sie Helden. Wenn diese nicht greifbar sind, schrecken sie nicht zurück, schwächere Hordenmitglieder zu fressen, um ihren Drang zu befriedigen. Okay, geil. Deswegen hat er da gerade hier jemanden umgeklatscht. Er hat einen gefuttert, ne? Deswegen hat er hier Bewegungspunkt unendlich und plus 10% Schaden. Okay, das heißt, jedes Mal, wenn jemanden frisst, kriegt er 10% mehr Damage dazu. Das ist ungünstig. Das heißt, wir vergiften den mal und jagen ihn. Alle möglichen Hits rein. Oh, da ist noch einer. Shit. Und ich kann da gerade nicht durchmarschieren. Das ist ungünstig. Dann musst du da bitte mal kurz rüber. Schön! Bleib mal verfehlt. Zweimal. Holy fuck. Nicht cool. Will ich da schon mal den raushauen? Ja, komm. Hätten wir euch zwei. Jetzt lass mal gucken, wie das bei ihm funktioniert. Wie viel? 10 Bewegungen. Okay. Wie schaut das aus? Das ist für Isolierte, das ist für Leute mit Death. Ich kann ihm noch Bewegungspunkte geben nachher. Schauen wir mal. Okay, er hat wirklich 162 Gift Damage am Start. Oh, das ist gar nicht der, der Bewegung. Doch. Es ist der, der Bewegung geben kann. Komm. Stravanzen wir da mal so ein bisschen. Und du. Ja, nee, passt. Es hat ihn nicht erledigt. Wir haben aber genug Rüstung für alles. Okay. Noch. Kann ich ihn hier hinstellen und dann hier noch mit Feuer um die... Jo, okay. Auf welcher Seite bist du? Ja, auf der Gewinnerseite. Mal gucken, wer das sein wird. Ah.
Okay, wir haben mit ihm noch genau eine Aktion. Wow. Das tat weh. Sind die alle... Die sind noch nicht angreifbar, oder? Ja, okay. Ah, verfehlt. Sehr gut. Schade. Vielleicht aber auch gar nicht mal so verkehrt, sich mal hier hinzustellen. So, hier oben. Da könnte man den hier machen. Blut, Blut, Blut! Ja, nee, ist klar. Also du stirbst sowieso am Gift. Ich glaube, ich bewache mit ihm hier hinten die Ecke. Ja, da holen wir uns doch lieber mit die Rüstung ab. Der Dulli ist nicht isoliert. Hat aber auch keine Rüstung. Ne? Trotzdem macht das hier mehr Schaden. Ja gut, weil das isoliert halt eben so viel Bonus bringen würde. Oder wir machen das nicht. Und gönnen uns einfach ein bisschen mehr Rüstung. Geh mal rein. Geh mal rein. Nur ein Kratzer, ganz genau. Ja, da hat er sich schon mal wieder einen gesnackt, ne? Mal gucken, ob wir die vielleicht abfackeln können. Das zählt einfach als Fernkampf, nicht als Magie. Lass sie wieder als Magie zählen. Okay. Dann machen wir das doch. Dann sind die fünf auf jeden Fall weg. Nice Runde. Okay. Wir können das jetzt auch so machen. Dass wir hier so eine kleine Schneise reinschlagen. Oder einfach alles auslöschen, ne? Okay, auf jeden Fall sind es die alle damit gut bedient. Er ist das mit den 6 Punkten. Das ist schon geil. Miau. Crap! Kann ich das auf mich... Oh, ja gut, ich kann das auf mich selber machen, aber das bringt mir jetzt auch nichts mehr, wenn ich keine Aktionspunkte mehr habe. Ups. Hupalei! Naja, der wird von den Ballisten umgeschossen. Von denen hier am besten. Ja, es lebt noch!
lebt noch. Sind noch ein paar Gegner, ne? Ach scheiße, das sind gleich zwei Aktionen. Ups. Nicht so gut gelöst. Oh, stimmt, er kriegt dann noch. Oh, er hat schon. Ja, er hat viele Aktionspunkte. Okay. Der ist Geschichte. Der auch. Dann machen wir hier den da. Das ist beides nicht so prickelnd. Was, wenn ich den hier raushau? Okay. Das ist schon mal Schnieke. Ja, und dann nehme ich das noch mit. 247 Rüstung. Ach stimmt, ihr seid ja auch noch da. Ach, die sind doch nicht da. Ach, nehme ich selbst, das ist Fernkampf und nicht. Nicht Magie. Alright, der ist down. Schützen wir die Mauer! Ja, das sieht doch relativ gut aus. Ja, so ein bisschen Schutz haben wir gewährt. So, jetzt sollten wir den da wieder raus. Und 33 Gegner sind es noch. Ach, da hat sich noch einer versteckt von den magischen Viechern. Okay, gerade so, dass der noch weg ist, ne? Angiftet. Oh, das Ding lebt noch. Da steht ohne Witz der eine im Weg. Ja, jetzt ist Gift auch nicht gebraucht, ne? Okay, wenn ich. Ja, im Prinzip macht schon Sinn, den da so rauszuhauen. Er regeneriert ja auch extrem viel.
Nochmal eine neue Aktion. Ja, nice. Er ist gestunt. Wenn du hier hingelaufen bist, kannst du eigentlich nicht mehr viel machen. Ups. Ja, lass den da direkt rausnehmen. Verliert langsam so sein Mana. Gucken. Ob wir da vielleicht doch noch den Mana-Brunnen bauen. Haben die echt alle verfehlt? Ja, beide haben verfehlt. Krass. Krass. Wären wir hier drüben fertig. Watschel, watschel, watschel. Bams! Ja, plus 19. Das ist geil. Okay, kein Life verloren. Euch die Ohren zerfetzt, geil. Ja, das braucht hier schon extrem lange, ne? Also, bis man da mal beim Boss angekommen ist. Es ist auf beiden Seiten so richtig die Kacke am Dampfen, auf jeden Fall. Okay, Daily Life und Life. Daily Mana hätte er. Noch mehr Fähigkeiten Reichweite. Oh. Nee. Daily Life. Ach ja, und hier haben wir auch noch was. Ugh. Ja, gut. Crit-Treffer. Sollen wir die Crit-Treffer mitnehmen? Ja, ist jetzt, wo er ein bisschen Problemchen hat, ne? Nehmen wir das mit. Willkommen! Okay, was weißt du über den lila Nebel? Abfälle aus gewaltigen Magieschüben, die einige Universen in Staub verwandelt haben. Höchste Unausgewogenheit. Ein verbotener Zauberspruch. Kommt dir das bekannt vor? Ich dachte, dass vor allem du über diesen ganzen Schlamassel Bescheid wissen solltest, oder? Wir werden ein anderes Mal über dieses Thema sprechen. Mein Gedächtnis erholt sich, aber es ist immer noch ein bisschen verschwommen. Wir haben 2300. Oh, Katapulte. In der Stadt kann jetzt neue Verteidigung gebaut werden. Für 80. Kann in der Nacht benutzt werden, um große Brocken zu schleudern. Eingeschränkte Anzahl wird aber automatisch nachgeladen. Was kann in der Nacht benutzt werden, um große Brocken zu schleudern? Also im Kampf. Da kannst du dir dann aussuchen, wohin damit. Oh, das ist ja ein Wachturm. Kletter hinauf für eine Vogelperspektive. Gewährt Helden darauf Sicht. Okay. Ja, das Spiel wird komplex. Mehr Erfahrung könnten wir uns auch leisten, aber ansonsten nichts. Was? Ach so, ich wollte sagen, was ist denn hier noch so teuer?
Das ist auch geil, ne? Kostet 8.700. Was? Helden haben den Vorteil Todesverweigerung aktiviert. Wenn der Held zum ersten Mal getötet wird, der Held bleibt bei einer Gesundheit und ist bis zum Beginn der nächsten gegnerischen Runde unbesiegbar. Danach wird der Vorteil unwirksam für immer. Für den ganzen Run? Okay. Ich glaube, ich will mir die Katapulte ansehen. Dankeschön. Ja, die Omen... weiß nicht. So, wir haben Quartier Plus. Steigert deine Heldenkapazität um 1. Okay. Eine neue Verbesserung, um die Gasthausstruktur zu verbessern. Okay. Dann die nächtliche Belohnung. Inquisitorenmantel. Live. Crit-Stärke, isoliert, Gesundheit, weniger Bewegung, nicht so cool, aber was ist denn Verfolgen? Selbst. Ach, plus 14% auf mehr Schaden auf isolierte Gegner. Für 3 Runden kostet eine Aktion. Als Cyrus kann keine Rüstung tragen. Wie schaut sie mit Kindle aus? Das wäre für ihn eigentlich schon was mit dem isoliert. Ja. Bekomm da. Dann 270 Gold. Alter, das ist der Laden. Wo hab ich denn das Gasthaus hingeklatscht? Hier. Kannst du verbessern, dann hätten wir nochmal einen Held frei, das, den ich mir für 140 maximal leisten könnte. Ah, außer natürlich, wir plündern hier noch ein bisschen was, ne? Das wären dann 40 Gold oder 2 Gegenstände. Ich glaube, ich hole mal die krassen Gegenstände. Oder was das krassen Gegenstände? Die vielen Gegenstände. Notfalls verkaufe ich die. Ach, da ist nur ein Gegenstand drin. Da ist gar keiner mehr drin, okay. Stellt sich natürlich die Frage, will ich Gegenstände noch haben? Ich krieg 4. Wir haben 270 Gold. Vielleicht. Kann ich hier auch irgendwie durchschalten? Nee, da kriege ich dann nur meine Dudes. Hm, 20. 18. 4, ne? Das wären im Prinzip dann nochmal 40 Gold, ne? Hieße dann auch mit 180 wäre ich dann im Gasthaus am Start. Lass mal gucken. Für 180 könnte ich mir schon mal Kirill und Kalante dann holen. Also einen von beiden. Henker. Plus 12% Resistenzreduzierung. Zuverlässig. Okay. Zerbrechlicher. Was? Zerbrechlich, aber gesund? Okay. Kirill ist ein Dieb. Ausweichen und Crit-Stärke. Weniger Resistenz, aber weniger physischer Schaden.
Die neu zu würfeln würde 25 kosten. Ich werde das erstmal aufwerten. Dann hole ich mir wirklich ein bisschen Kohle. Ups. Nicht zerstören, ich will eigentlich reingucken, dankeschön. Ja, 180. Wen nehmen wir da? Der hat ein Schild und eine Pistole. Sie hat eine Handarmbrust. Ich glaube, ich nehme ihn hier. Rekrutieren wir. Zack. Platzieren wir auch. Okay, dann lass mal gucken, was wir alles zur Auswahl haben. Das gibt einfach nur 30 Life und das wäre vielleicht wirklich was für Links. Er hat nämlich da noch nichts. Das gibt ihm auch gleich. Guck mal auf die Rüstung von 193. 215. Nicht die Welt, aber auch nicht verkehrt. Rüstung des Frostmagiers. Physischer Schaden, magischer Schaden. Mana, Blocken, 44 Rüstung. Wäre für Elitecat vielleicht gut, weil der Fernkampfschaden bringt ihm nichts. Okay, dann nehmen wir das für... Ich mache das jetzt lieber nach und nach, nicht, dass ich irgendwann vergesse, wem ich vielleicht schon was gegeben habe oder nicht. Das kriegst jetzt einfach mal du mit rein. Könnte mal seine Sachen angucken. Also das ist Wucht plus 25% für den normalen Angriff. Reichweite 1 bis 4. Das ist gegen isolierte Gegner. Das bewegt uns dahin. Das kostet 2,4. Müssen wir mal gucken, ob wir ihn bei der Pistole lassen oder nicht. Vielleicht haben wir da noch irgendeine Waffe gleich, die wir ausprobieren wollen. Den Druidenstab. Also entweder ein Zepter oder ein Stab. Ein 1000-Füßler? Ist opportunistisch, okay. Das würde 79 bis 100. Dann machen wir das bei Kirill reinmachen. 92 bis 116. Ja. Das ist einfach nur Bewegungspunkte senken. Minus 210 Rüstung? Für zwei Runden. Und weniger ausweichen. Das wäre vielleicht interessant. Und Bienenstich. Lecker. Auch nochmal Gift und Ausbreitung. Ich glaube, wir nehmen mal den Druidenstab. Und... Warte mal, das ist auch ein Stab. Ist der Einhand oder ist der Zweihand? Das ist Zweihand, okay. Oh, das hier ist nochmal mit Giftschaden. Oh ja. Okay. Kirill, du bekommst das Ding. Cyrus. Oh, da müssten wir dir erst noch einen Accessory-Slot geben. Anstecken. Wenn diese Einheit stirbt, werden alle negativen Statuseffekte auf zwei zufällige angrenzende Einheiten übertragen, die nicht schon ansteckend sind. Betäubt kann wegen Resistenz gegen Betäuben fehlschlagen. Das ist, finde ich, jetzt nicht so geil mit der Epidemie. Vielleicht machen wir wirklich das hier mit dem
Halt nee, das ist Beutel ist hier unten. Schmuckstück ist das, ne? Nicht genügend Vorteilspunkte. Ach, scheiße. Ich dachte, er hätte ein Level-Up. Das ist ja Kirill. Ich dachte, alle hätten ein Level-Up, deswegen war ich hier gerade so excited. Dann würde ich bei ihm fast sagen, er kriegt jetzt erstmal den Mehrfachschlag raus. Machen wir das mit dem... Oh, warte. Plus 25% Giftschaden? Jo. Lass mal gucken. Hinrichten, ja. Das ist opportunistisch, das hier, das ist, ja, das ist, ja, wobei, das ist hier mit Gift. Okay, trainieren wir halt hier so ein bisschen. Am Ende des Zuges wirkt 35 vergiftet auf alle Feinde innerhalb einer Reichweite von 3. Okay, das ist auch krass. Das ist heftig. Ach so. Beutelausrüstungsplatz muss jetzt vielleicht nicht sein. Begeisterter Schüler machen wir. Und Schmuckstück. Ja. Mehrfachschläge hat er, glaube ich, nicht gehabt. Lass mal nur mal kurz gucken. Das ist halt so ein bisschen. Ne, Ausbreitungsdings hat er. Okay, da wird er sich ein bisschen heilen. Für jede 8 Aktionspunkte wird die nächste Mana verbrauchende Fähigkeit halb so teuer. Wie viel Mana brauchen wir denn? 2, 2, 3. Das bringt bei ihm nicht so viel. Ich weiß nicht, bei ihm ist das alles so ein bisschen mehr schlecht als recht, oder? Also Katapulte müsstest du auch nachladen. Wäre vielleicht eine Idee, dass das einer kann, ha? Okay. Trainieren wir ihn da mal. 50 mehr Life. Ich würde eher sagen, mehr Rüstung. Ach, hier sieht man, wie viele Level wir noch haben können. Bewegungspunkte für mehr Mobilität. Ja, bitte. Schaden macht ja nicht so viel. Komm, wir gehen da ein bisschen auf Life. Und dann gehen wir vielleicht auch auf Schaden. So. Für isolierte Gegner. Ja. Okay, gibt es keinen Mehrfachschlag. Ausbreitungsschaden, ja moin. Oh, das war doch das eine da, oder? Okay, uiuh. Giftschaden? Das war bei ihm nicht dabei. Doch. Okay, erstmal die neuen Sachen lernen, die er hat. Gut, passt. Fertig. Müssen wir auch noch umbauen. Mach ich nach der Folge kurz. Okay. Verteidigungsanlagen bauen. Das Katapult. Ja, das... Ich würde das gerne hier hinbauen. Kann ich das hier einfach zerstören, bitte? Dankeschön. Das Falsche. Ein Katapult hier... Eines hier.
verkehrt, hier noch mehr von den Dingern dazu zu packen. Wir haben noch 157. Wenn wir hier die Teile reparieren, brauchen wir 87. Okay. Okay. Verbessern wir das mal. Wenn wir das verbessern, ist das dann voll geheilt? Nee, okay. Das hätte vorhin zwei zum Reparieren gebraucht. Und jetzt drei. Okay. Ja, reparieren wir die Wände. Komm. Ach, man kann es auch auf eine Steinmauer aufwerten. Interessant, okay. Dann machen wir das hier auch gleich. Ich habe keine Arbeit mehr. Okay, ja, weil ich hier alles mögliche geplündert habe. Gut, gut, gut. Auch kein Gold mehr. Ja, so langsam ist das mit dem Mana so ein bisschen ein Problem. Du kannst die Katapulte nachladen, ja. Ah, zwei von zwei Benutzungen. Und notfalls mehr. Okay. Okay. Müssen wir nur gucken, wo wir die Leute jetzt hinstellen. Das sind also die ganzen Nachladedinger. Euch habe ich so ein bisschen aufgewertet, ne? Das sieht auch so geil aus mit Cyrus im Hemdchen. Ah, Mann. Okay. Haben wir alles. Gebäude mit freien Aktionen. Ja, die Heilung. Die wir noch immer nicht brauchen. Ist das hier unten übertrieben? Gut, haben wir oben Nahkampf, physisch und Magie. Hier unten haben wir dann Fernkampf, Nahkampf und Magie. Müssen wir mal gucken, wie das läuft oder nicht läuft. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann und ciao.